Okay. Jetzt können wir wieder zurücklegen und ja. Schauen wir mal, ob es irgendwas gibt, was besser ist. Ein Amulett könnten wir nicht leisten. Physical Damage wäre richtig nice, aber 11. Eigentlich könnten wir den kaufen. Ne, brauchen wir noch nicht unbedingt. Es ist nur ein Damage mehr. Und deshalb nicht so gut. Ja, hier gibt es Waffen und Rüstungen für die Krieger und für die Bogenschützen. Aber auch für Magier gibt es hier wegen Energieschild. Natürlich können die anderen auch ein Energy Shield benutzen. Benutzen auch sehr viele Nahkämpfer und Fernkämpfer. Und natürlich kann ein Magier auch Evasion Rating und Armor nehmen. Aber es kommt auch auf die Passiven drauf an. Wenn man hier lieber Energy Shield Skills, also Passive benutzt, nimmt man natürlich eher Energy Shield auf den Rüstungen. Wenn man hier zum Beispiel Evasion Rating erhöht, dann benutzt man lieber Evasion Rating, und wenn man eher Rüstungen benutzt, dann, also hier Rüstungen Skill, benutzt man natürlich eher Armor. So, dann gibt es hier noch zum Beispiel hier doppelte Chance zu Projektilattacken auszuweichen, oder hier oben 30% Chance Spell Damage auszuweichen, und also alles, was mit Zauber zu tun hat, sind richtig nice. Dann gibt es hier unten einen Skill, der konvertiert alle Ausweichrate in Armor. Also das ist eigentlich sehr effizient, weil es mehr Evasion Rating auf den Items gibt, also Ausweichchance auf den Items als Armor, und das wird ja konvertiert. Also bekommt man von Evasion Rating Armors mehr Armor über als von Armor Rüstungen, und dank diesem Passiven, aber natürlich muss dieses Passive auch geskillt werden. So, irgendwann denken wir, wenn wir hier ein paar Sachen geskillt haben, vor allem das Elder Power, danach werden wir hier runter gehen und das Ballistic Mastery benutzen. Da haben wir noch 20% erhöhte Projektilschaden, Speed, nicht Schaden, und 15% Projektilschaden. Das ist sehr effizient, also das mag ich sehr. Hier könnten wir noch ein bisschen Attack Speed und Movement Speed, also erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, skillen. Attack Speed gibt es hier noch viel, Spell Damage, und hier unten gibt es, das ist Melee, das ist Melee Damage. Das benutzt, das bringt uns bei Fernkampfwaffen nichts. Ja, aber wir werden wahrscheinlich zuerst, nachdem wir hier unten waren, könnten wir hier noch kurz hier runter über die Mana-Sachen. Wir brauchen natürlich auch viel Mana. Und danach könnten wir die Wand-Sachen hier skillen. Oder auf Energy Shield gehen. Also je nachdem, ob wir Energy Shield brauchen oder Schaden, gehen wir auf diese zwei verschiedenen Punkte. Wir können auch beides kombinieren. Aber ja, man braucht eigentlich eher Schaden als Verteidigung. Das liegt einfach daran, dass wenn man die Gegner schneller tötet, sie auch weniger Schaden anrichten können.
Und so schwer sind die Gebiete am Anfang auch noch nicht. Das kann sich aber schnell ändern. Im dritten Akt wird es relativ schwer schon. Aber auch nur im dritten Akt, also im Cruel, also im zweiten Schwierigkeitsgrad am Anfang, ist es dann nicht mehr so schwer. Die Gegner haben nur ein bisschen mehr Leben. Aber das haben wir dann hoffentlich schon ein bisschen überwunden, indem wir eben ein bisschen Schaden skillen. Ich bin ein bisschen einen schwereren Charakter am Machen. Das liegt daran, dass die Wands nicht so viel Schaden haben und auch nicht so gut im Mehrfach, also im AOE Damage sind. Also vor allem die Skills dafür. Aber ja, ich bin geübt und kann eigentlich gut dann vorwärts kommen. So, wir haben eine neue Mana Flask bekommen. Einen neuen Mana Trank. Die füllen sich automatisch auf durch Gegner besiegen. Also je mehr Gegner wir besiegen, desto mehr. Und dadurch brauchen wir eigentlich nicht vermehrt Mana Tränke oder Life Tränke. Das ist sehr gut und erhöht natürlich den Spielspeed natürlich auch ein bisschen. Sehr gut von den Entwicklern. Also sie haben sehr viel richtig gemacht und ja, dadurch auch sehr viel natürlich Ruhm erlangt. Es wurde zum besten Spiel von einer Spiele-Website gekürt und auch wenn es nur eins war, es ist schon recht, vor allem für ein Spiel, das jetzt nicht von einem super Entwickler kommt und Publisher, schon recht nice. Also wer kann schon ein Studio gründen, Erstlingwerk direkt Spiel des Jahres, also das ist schon fett. Und für mich ist es auch eigentlich das Spiel des Jahres 2013. Also wenn ich jetzt GTA 5 hätte, dann würde natürlich GTA 5 Spiel des Jahres werden, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so gut. Es hat vor allem im Multiplayer extrem viele Werbung und dadurch fühle ich mich jetzt gerade nicht so dafür. Ich würde es nicht als Spiel des Jahres krönen. So, auch hat es viel weniger zu tun. GTA San Andreas, das war cool mit dem Level-System, also wo man konnte sich aufpowern, man konnte zum Beispiel stärker werden oder schneller oder alles mögliche, also mehr Ausdauer. Und das gab es dann nicht mehr. Und natürlich ging bei mir die Kurve ein bisschen runter, weil ich liebe es einfach, Sachen zu erhöhen, also eben zum Beispiel die Ausdauer erhöhen oder solche Sachen, den Charakter verbessern. Und ja, ich hoffe, das werden sie dann wieder reinmachen. Und dann wird GTA natürlich auch wieder wahrscheinlich Spiel des Jahres, wenn es die anderen Punkte besser sind. Also ich bin schon immer ein GTA-Fan gewesen. Ich habe schon das erste Spiel gehabt auf der PlayStation. Und ja, bin eigentlich immer Fan. Leider habe ich momentan auf dem PC nur GTA San Andreas und GTA 4. Aber GTA 4 kann ich nicht let's playen, weil es extrem laggt. Weil die Engine einfach nur Cripple ist. Und Fraps ein riesen Problem macht mit dieser Engine. Da I'm sorry, aber ich werde sicher einmal GTA 5 let's playen dann, wenn es rauskommt für den PC, aber ich glaube nicht daran, weil einfach Rockstar einfach nur aufs Geld schaut und denkt, auf dem PC verdient man kein Geld. Also vor allem
die Pilzeentwicklung ist teurer, als man Geld verdient. Und das ist extrem doof. Sie wollen keine Arbeit dran. Ding. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass alle Konsolenspieler meinen, der PC sei einfach nur schlecht. Wieso? Der PC ist tausendmal besser. Natürlich, es macht einen Unterschied, ob man 300 Euro oder 1500 Euro ausgibt, aber von der Qualität aus ist der PC deutlich besser. Schauen wir mal PlayStation 4 an. Die PlayStation 4 hat 1080p. Das bedeutet eine gleichwertige Auflösung, wie ich jetzt zum Beispiel habe und auch die Videos hochlade. Aber man ist viel weiter weg vom Fernseher. Das heißt, die Auflösung wird wieder weniger. Also sieht man eigentlich beim Fernsehen nur halb so viel, wie man wie er eigentlich bringt. Und dadurch wird die Qualität eben um die Hälfte reduziert. Und das bedeutet nur 700, ja nein, sagen wir, ja, 650p. Und dadurch bedeutet das, es ist beim PC vor 10 Jahren üblich, 720p zu haben, also viel mehr. Also um 100 mehr. Und dadurch ist eigentlich die Konsole weit hinter der Qualität vom PC. Und wenn ihr einen PC habt, dann habt ihr vieles auch mehr. Auf der Konsole kann man ja jetzt nicht so viel machen. Es gibt zwar jetzt schon Internet, ja, okay. Aber mehr kann man eigentlich nicht viel machen. Und die Games sind natürlich viel teurer als auf dem PC und dadurch ist dann die Auswahl auch wieder ein bisschen begrenzter. Also ich habe PlayStation 2 noch gekauft. Ab der PlayStation 2 habe ich nichts mehr gekauft von Konsolen, nichts mehr. Und das lag daran, dass ich einfach vom PC so fasziniert war. Das habe ich dann nach der PlayStation 2 gekauft, also der PC. Und dadurch bin ich einfach immer am PC geblieben und habe jetzt eigentlich erst durch die Let's Plays auch mal die Lust, eine Konsole zu kaufen, aber ich habe momentan kein Geld. Darum tut mir leid. LOL, 2 Strongbox. Okay. Wir haben vorher ein paar von diesen Glyphen gefunden, 2 von 3. Die braucht man dann, um weiterzukommen. Wir öffnen jetzt mal die Ornate Strongbox, die ist ein bisschen besser, scheinbar, vom Aussehen her, und hauen sofort ab. Oh shit. Also die Dings sind schon mal weniger, die Scavenger. Jetzt kommen die Zombies noch ran. Einfach immer den Charge-Angriffen von den Scavengern ausweichen. Und jetzt können wir den Loot. Na toll. Okay, wenigstens ein Chromatic-Orb. Damit können wir die Farbe der Sockel von den Items ändern. Zum Beispiel könnten wir die jetzt blau machen oder grün und rot. Aber das ist zufällig, also eher dann benutzen bei 5 oder 6 Slot Items, das bringt mehr. Und hier machen wir mal einen Auswechsel von den Ringen. Die Shabby Jerkin wurde zum Dread Mantle und hat natürlich auch Boni bekommen, weil sie Arena ist. Könnten wir gebrauchen, Evasion Rating. Energy Shield. Ja, natürlich nehmen wir das. Energy Shield braucht man als Magier am Anfang noch nicht.